Herr Bernreiter, seit einem Jahr sind Sie nun Staatsminister für Wohnen, Bau und Verkehr. Ein Jahr, also gefühlt sind das schon 3 Jahre. Es war so viel los, dass mir das schon viel länger vorkommt. Sind Sie gut in Ihrem Job angekommen? Am 23. Februar bin ich berufen worden. Am 24. Februar ist der schreckliche Ukraine-Krieg ausgebrochen. Mit dem war alles anders. Es war nichts planbar. Insgesamt bin ich im Haus sehr, sehr gut angekommen. Ich habe früher immer gesagt, mein Landratsamt, jetzt ist es mein Ministerium, in Anführungsstrichen. Ich fühle mich wohl und wir sind ein Team und es macht Freude, hier zu arbeiten. Was ist Ihnen aus dem vergangenen Jahr in Erinnerung geblieben? Besonders natürlich die Begegnungen mit den Menschen in ganz Bayern. Ich bin sehr, sehr wohlwollend überall aufgenommen worden. Neu ist für mich, dass man zigtausendmal fotografiert wird, dass man viele Selfies machen muss. Das sind alles neue Dinge, die man vorher nicht so gewohnt war. Aber dass man da wirklich für Bayern was bewegen kann, das ist mir schon sehr, sehr positiv hängen geblieben. Mit was haben Sie nicht gerechnet? Mit der nicht konstruktiven Umgehensweise. Als Kommunalpolitiker war man gewohnt, dass alle lösungsorientiert sind, dass man Dinge voranbringen will. Das ist im Landtag gar nicht der Fall. Da geht es eher um die Schlagzeile, um die Skandalisierung. Ob das Bayern nutzt oder schadet, das spielt da keine Rolle. Und das ist leider sehr negativ bei mir hängen geblieben. Das habe ich mir auch anders erwartet. Auf was sind Sie stolz? Ja, ganz klar auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir haben insgesamt in unserem Geschäftsbereich 9.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die sind daran interessiert, dass wir Bayern bewegen, nach vorne bringen, dass wir bauen. Und da wird mit ganz viel Herzblut für die Sache gearbeitet und auf das bin ich wirklich stolz. Wo gibt es noch was zu tun? Ja, unsere Arbeit geht nie aus. Jeden Tag kommt Neues über die digitale Akte zu mir. Aber ich möchte natürlich Bayern voranbringen. Und ich freue mich natürlich auf viele Präsenztermine vor Ort, am besten bei Einweihungen. Denn dann bedeutet es, das Projekt ist abgeschlossen und ich möchte noch viele Projekte in Bayern abschließen. Haben Sie einen Wunsch für die nächsten Monate? Ja, ich wünsche mir natürlich von Herzen, dass dieser schreckliche Krieg in der Ukraine beendet wird. Und dann wünsche ich mir, dass wieder mehr Realität insgesamt auch in unsere Gesellschaft einkehrt. Der Wohlstand, den unsere Eltern, unsere Vorfahren erarbeitet haben, den wir jetzt dazu gewohnt sind, der fällt nicht vom Himmel. Und ich glaube, die Erkenntnis müssen alle wieder gewinnen, dass wir uns täglich anstrengen müssen. Und außerdem wünsche ich mir, dass die Gesellschaft weiter zusammenhält. Dann ist mir vor der Zukunft nicht bange. Weiterhin alles Gute und vielen Dank. Ja, gerne.